Tag. Morgen. Morgen. Wollt ihr ein bisschen lauter Stage bauen? Ja. Ja. Da seid ihr genau richtig. Juhu. Ole. Guck mal auf die Uhr, wie spät ist es? Wie spät ist es? Eieiei. 7:55. Ja, seh zu, lauter Stage wartet auf dich. Bau! Kollege kommt noch. Bauen! Morgen, Harry. Ihr seid echt abgefahrene Typen nur. Du kannst ja alles bewegen, was hier steht. Ja, irgendwie so klappt das, ne? Wofür brauchen wir den denn noch? Ach, fürs Deko-Team und so? Ja, genau, das für die Bühne. Damit wollen sie oben die Beschriftung hängen. 28 Meter kann der? 28 Meter, ja. Geil. Sieht spacig aus. Profi, schönen Tag wünsche ich dir. Wünsche ich dir auch, Harry. Tschüss. Fide? Bitte. Projekt Quietschotter. Was ist das? Das zeige ich dir jetzt. Ich folge dir. Leise. Wir sind auf der ISS. Ja, du hast irgendwas. Das stimmt mit dir nicht. Ich muss auch mit meinem Psychologen sprechen, aber nicht mal hier. Was ist das? Die ISS? Na, das ist nicht die ISS, aber hier wurde sie gebaut. Hier wurde sie gebaut? Die ISS. Ich mach dir einen Termin. Hier wird alles gelagert, was Riedel hier auf dem Acker schmeißt. Und das ist ganz schön viel. Und das nimmt gar nicht ab. Es wird eigentlich immer mehr. Und die haben schon irgendwie 2 oder 3 tolle LKW-Ladungen hier verteilt. Da hinten in der Ecke, Quietschotter. Morgen. Morgen. Das ist der Quietschotter-Beauftragte. Arne, wir müssen dich irgendwann ein Heißgetränk an. Ja, selbstverständlich. Betteln. Ich muss aber erstmal Quietschotter reinfüllen. Roger. Ich muss gar nicht mehr so viel drin. Over. Ein Traum. Quietschotter. Wartest du heute mal auf mich oder muss ich wieder zu Fuß nach Hause laufen? Wenn das nicht so lange dauert, weil ich habe nachher gleich Baubesprechung. Aber wie spät ist denn das? Es ist jetzt 9.35 Uhr. Das schaffe ich. Das ist gut. Warte. Hallo Metalheads, heute ist Freitag, der 29. Juli und wie man ganz deutlich sieht, die Sonne scheint, ein bisschen Wind, das sieht man natürlich nicht, aber der ist trotzdem da. Und hier, wo ich stehe, entsteht so ganz langsam jetzt die Lauda Stage. Da sind sie, die Jungs, die die Lauda Stage hier auf dem Holy Ground errichten werden. Moin! Moin, Ari. Na? Na? Endlich seid ihr da! Ja, toll, ne? Die Lauda Stage. Endlich wieder Holy Ground. Das sag ich dir. Das wird super. Fühlt sich gut an, ne? Auf jeden Fall. Zweiter Stapler ist da. Endlich, der zweite Stapler ist auch schon da. 3, 2, 1 und go! Läuft. Ich hab nichts anderes erwartet. So gehört er. Stäbchen stecken. Stäbchen stecken. Stefan, erzähl mir ganz schnell mal so ein paar Daten, Fakten. Wie groß, wie breit, wie Wir sind 19 Meter breit, 13 Meter tief und ich glaube 14 Meter hoch sind wir. Wichtigste Frage, wann seid ihr fertig? Montagmittag. Cool. Harry. Viel Spaß. Schön, dich zu sehen. Ja, Dito. Ne? Ich hab Stefan schon getroffen. Ja, Stefan. Hat mir schon ein paar Facts verraten. Hat er die im Kopf, ne? Der ist auch wie Punkt. Aus der Kanone ein geschossen. Punkt. Nur gute Mitarbeiter haben wir. Ihr seid zum ersten Mal bei uns, kann es sein? Wir sind das erste Mal hier. Also was das Wacken an sich angeht. Wir haben ja sonst Full Metal Cruise bauen wir ja. Und die Full Metal Mountain haben wir gemacht. Aber für euch ist euch für, das heute Knoten dazu. Für euch ist heute Premiere hier. Das Basiswacken ist Premiere quasi. Ja. Das stimmt. Genau. Dann wünsche ich euch erstmal ganz viel Spaß. Ja, danke, wir freuen uns. Beim Zusammenstöpseln hier. Wetter ist gut. Ja, bombig. Laune ist schön, Mannschaft ist super. Ist ja auch eine Seltenheit dieses Jahr. Von daher freuen wir uns. Dass das Wetter gut ist? Nee, dass die Mannschaft ein Knaller ist. Coole Truppe, viel Spaß, bis später. Mach's gut. Tschüss, Bud. Hier oben entsteht noch eine ambulante Mobilfunkanlage. Davon haben wir dieses Jahr auch einiges mehr auf dem Holy Ground. Sollte also mit dem Telefonieren und Datenverschicken relativ gut klappen. Bin mal gespannt. Da hinten wird fleißig am Biergarten gebastelt. Wir haben ja erheblich mehr Sitzfläche jetzt im Infield. Kann man sich mal gemütlich niederlassen, kann man eine Niederlassung vornehmen. Ankunft beim Bullhead City. Die Jungs starten heute mit dem Bau der Bühnen hier. Die Headbangers und die Wetstage. Da sind sie! Und die ersten Leierrohre sind schon gesteckt. Heute piept der Chef mal selber. Hör nur in die verkehrte Richtung.
in die falsche Richtung gepiept? Torge, was ist los? Torge! Na, grüß dich. Na? Na? Hast du so ein paar Dimensionen für mich? Ja, habe ich. Wir sind 47 Meter breit, 16 Meter tief, glaube ich, und nachher irgendwie 9,5 Meter hoch. Ist die ganze Nummer hier. Oh, ja. Das ist aber ein gewaltiger Klotz. Ja, wird, glaube ich, auch ganz spannend, wenn es fertig ist. Schönes neues Design, haben sie sich wirklich Mühe gegeben, sieht gut aus. Hast du schon gesehen? Ja, ich sitze da ja an der Quelle. Ich muss natürlich alles gucken, ob es alles passt und Banner hier, dies, das und ja. Ich weiß schon, wie sie aussieht sozusagen. Aber das verrate ich dir auch noch nicht. Hey, ja. Hallo. Die Jungs haben hier fleißige Unterstützung von Ronja. Du machst Praktikum bei uns. Ja. Mit deinem Papa bist du hier. Ja, also ich überlege tatsächlich, nach dem Abitur erstmal zu studieren, die Richtung Eventmanagement und sowas. Und das dann halt nebenbei immer so ein bisschen zu machen mit Geld verdienen und so. Ja, ist auf jeden Fall eine Richtung, die ich eventuell mir überlege einzuschlagen. Ronja, viel Spaß beim Weiteraufbauen. Dankeschön. Und ich wünsche dir ein tolles Festival. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Servus, grüezi und hallo! Na? Na? Wer bist du? Ich bin die Theresa. Was rüber? Ich habe heute Knoten in der Zunge. Ich wollte ganz woanders hin, aber ich habe dieses dicke fette Rohr gesehen. Ja, da kannst du runterrutschen und dir deinen Rücken polieren. Kann ich schon rutschen? Klar kannst du schon rutschen. Echt? Da ist unser Wasteland und die Wasteland Bühne. Eingangsbereich oben beim Bullhead. Landausgabe. Das muss ich mir jetzt aber mal geben. Hallo! Hört ihr mich? Wir hören dich, du kannst losrutschen. Das habe ich vor 50 Jahren zum letzten Mal gemacht. Hallo? Ich komme! Juhu! Oh! Alter, wie geil ist das denn? Das ist fett, das finde ich cool. Singen, ja, ja, yippie, yippie, yay. Theresa, viel Spaß noch, tschüss. Ciao. Nein, mein Hase. Hast du gut geschlafen? Ich hab nur von dir geträumt, da ist super geschlafen. Wie charmant heute Morgen. Ja, nicht, dass ich noch vorgeworfen gegen das schlechte Laune hab. Na, du hast doch noch nie schlechte Laune. Ja, eben. Also, ja. Eben. Über die Jahre so ein bisschen eingerostet, kann das sein? Du darfst jetzt gehen. Nimm deine Jacke mit, du sollst nicht wiederkommen. Wer tanzen geht, ist nur zu geizig an der Bar. Kannst du tanzen? Ich mache meine Frau vielleicht mit. Tschüss. Die Faster steht schon, die Planen werden eingezogen und bei der Harder Stage wird jetzt das Dach vormontiert. Da ist so ein bisschen Alu-Gedöns gerade im Zugriff. So. Morgen ist das hier alles schick. Buenos dias, Nacho! Buenos dias, Harry. Wie geht's? Sehr gut. Ja, das klingt gut. Das klingt gut. Bei dir auch? Ja, es wird, läuft. Ihr baut gerade die Besucherplattform? Ja, genau. Wir bauen die Plattform und jetzt bauen wir die Gelände, so ist alles sicher. Und kein Risiko für die Gäste. Ja. Gracias. Gracias a ti. Adios. Adios. Die Damen und Herren von der News-Abteilung, die ich erstmal nach links und nach rechts gucken, frei, wollen ein Interview mit mir machen. Ich bin aufgeregt. Das ist Matthias. Das bin ich, hallo. Genau, das ist der Kameramann. Wir filmen hier ein bisschen. Professionelles Equipment. Da, guck. Das ist Chris. What's up, guys? Hi, ich bin Lizzie. Was macht dein Friseur beruflich? Keep the holy ground green. Was ist denn die Amtssprache bei euch? Englisch, ja. Englisch? Englisch. Oh, das kann ja lustig werden. Dann müsst ihr aber ganz schön viel subteilen später. Ich bin der Chris und gemeinsam mit der Lizzie machen wir, wie gesagt, Newsflash direkt live von Wacken. Über den Wacken-Channel, über die Social-Media-Channels.
und die Wetterberichte. Are you ready? Ja! I think there's no way in hell you can be ready for what is awaiting us in the next week here at Wacken. This is going to be insane. Wenn die Katze mal wieder kommt, dann sind wir ja alle damit.